drastisch ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Unter anderem sollen eine Vielzahl von Geschäften geschlossen werden. Davon ausgenommen sind aber Supermärkte und andere Läden zur Versorgung der Menschen. Bundeskanzlerin Merkel appellierte an die Deutschen, keine Urlaubsreisen mehr zu unternehmen, weder ins Ausland noch innerhalb Deutschlands. Die Regierung will Handlungsbereitschaft zeigen angesichts einer sich beschleunigenden Krise. Treffen der wichtigsten Minister am Vormittag im Kanzleramt. Zuvor hatte sich die Kanzlerin schon per Videokonferenz mit den EU-Spitzen und Frankreichs Präsident Macron ausgetauscht. Im Laufe des Tages schließlich ein Beschluss gemeinsam mit den 16 Chefs der Bundesländer. Auf Bürgerinnen und Bürger kommen neue, einschneidende Maßnahmen zu.